Räte. Wenige Worte. Wir werden uns eher auf das Getanzte konzentrieren. Von euch sehen wir Line Dance heute, eine Line Dance Aufführung. Und ja, ich habe gehört und mir ist immer bestätigt worden, ihr habt es gestern im Volksheim trainiert noch. Unter den schlimmsten Temperaturen, die man sich vorstellen kann. Das war Sauna pur, ihr habt geschwitzt, aber ihr habt alles jetzt intus, ihr seid gut vorbereitet für die heutige Aufführung. Henriette, magst du noch was sagen? Ja, also meinen herzlichen Dank, dass ihr wieder so zahlreich gekommen seid. Das freut mich ganz besonders. Wir haben heute etwas Neues zu bieten, und zwar unsere Zumba-Kinder. Leider ist ihre Trainerin verhindert. Sie ist bei einem Auftritt auch von der Schule in Ebrechtsdorf und hat es leider nicht hierher geschafft, aber in Vertretung. Die Gruppe ist stark, sie ist gut trainiert, sie werden das auch ohne Anja schaffen. Und ich wünsche euch jetzt schon toll, toll, toll. Uns auch. Wir haben uns bemüht und wir werden schauen, dass wir die Lieder, die Hansi mit uns einstudiert hat, also auch gut rüberbringen, sodass ihr viel Spaß dran habt. So, die Hansi hat gesagt, wir dürfen nicht viel reden, also legen wir los. Okay, Kinder, seid ihr bereit? Ja. Gut, wir starten. Viel Spaß! Opa Gangnam Style! Gangnam Style! Applaus für die Zumba-Kinder, Damen.
Also ich kann leider nicht mit tanzen, liebe Henriette. Ich muss mit den Kids auf ein Eis gehen, weil ich muss dann gleich im Anschluss daran eine Ausstellung eröffnen und darf nicht verschwitzt sein. Der Herr Bürgermeister auch nicht. Breaking Heart!
dazu, so ist eine wirklich lässige Gruppe. Da kann man Gas geben, meine Damen und Herren, und das machen wir jetzt auch nur. Wie man so schön sagt. Wir gehen jetzt ganz normal im Programm ein bisschen dahin. Und fetzen, wie man so schön sagt. Los! Meine Damen und Herren, die Tanzfläche ist natürlich auch für alle anderen jetzt wieder...